Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dass wir hier und heute zum Standortauswahlgesetz debattieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Nach Jahren der Tatenlosigkeit haben wir uns in dieser und in der vorangegangenen Legislaturperiode der Verantwortung gestellt und des Themas Endlagerung hochradioaktiver Abfallstoffe angenommen. Die Arbeit der Standortauswahlkommission hat allen Beteiligten in den vergangenen 3 Jahren viel abverlangt. Es war ein Ring um einen Kompromiss, den alle Seiten, dass sie von allen Seiten die eine oder andere Kröte, wir haben das schon gehört, schlucken mussten. Eines hatten wir aber alle gemeinsam. Wir wollten endlich die Suche nach einem Endlager voranbringen und die Grundlage dafür auch noch in dieser Legislaturperiode schaffen. Während der Arbeit der Kommission wurde vieles aufgearbeitet, es wurde auch viel gestritten und es wurde um Formulierungen gerungen. Im Bewusstsein der heiklen Situation forderten die Experten in der Endlagerkommission in ihrem Abschlussbericht schließlich ein selbst hinterfragendes, lernendes System für die Standortauswahl. In diesem Zuge ist eine gute Kommunikation unter Einbeziehung aller Meinungen unerlässlich. Deshalb hat die Kommission auch ein neues, umfangreiches Öffentlichkeitsbeteiligungskonzept zur Begleitung der Standortsuche erarbeitet und vorgeschlagen. Und dieses Prinzip der Kommunikation und Partizipation gilt auch nach Festlegung auf einen Standort. So wird die Ausgestaltung eines entsprechenden Ausgleichskonzepts bei der zuständigen Regionalkonferenz angesiedelt sein. Bei jenen Menschen also, die ihre Region am besten kennen und am besten wissen, wo sie Unterstützung brauchen, wo Unterstützung nötig ist. All diese Maßnahmen zur Förderung von Kommunikation und Austausch sollen Fehlentwicklungen vorbeugen und die Offenheit des Prozesses erhalten. Aber wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass die betroffenen Standortregionen kein Vetorecht haben. Am Schluss entscheidet der Gesetzgeber. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union hat einen großen Schritt gemacht. Wir haben aus Ereignissen, ja, vielleicht auch aus den Fehlern der vergangenen Jahrzehnte gelernt, denn der Weg zu einer akzeptablen Lösung war für uns ein unumgänglicher Schritt, auch mal über den eigenen Schatten zu springen und das zum Wohle aller. Und dieses Verhalten hätte ich mir wirklich von allen Beteiligten gewünscht, Herr Zebel, auch gerade von Ihnen, von den Linken, dass Sie den gefundenen Kompromiss auch bei der letzten Abstimmung nicht mehr mittragen, ist der Sache sicherlich nicht dienlich, da Sie auch die ganze Zeit wirklich aktiv daran mitgearbeitet haben. Noch mehr habe ich mich aber geärgert, dass die gar nicht bereit waren, sich dem Austausch verschiedener Standpunkte zu stellen. Dazu gehören die schon erwähnten Umweltverbände und sogar die Bürgerinitiative Umweltschutz Lichow-Dannenberg aus dem Landkreis, in dem Gorleben liegt. Statt konstruktiv an einer Lösung der Endlagerfrage mitzuarbeiten, haben sie sich aus der Verantwortung gestohlen und nur von außen versucht, alles zu kritisieren. Und daher frage ich mich, wie dreist man denn, ist man denn, wenn ein Ergebnis zu kritisieren, wenn man doch die Mitwirkung an eben jenem bewusst ausgeschlagen hat. Aber selbstverständlich ist es immer leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als an einem gemeinsamen, arbeitsamen Kompromissfindung sich auch zu beteiligen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist aber, wir legen heute den Grundstein, damit wir unseren Kindern und Kindeskindern nicht die Frage über die Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe übertragen. Wir tragen die Verantwortung. Wir stehen heute aber erst am Anfang der Suche nach einem Endlager. Wir beginnen, und das macht mich besonders froh, mit einem neutralen Ausgangspunkt der sogenannten weißen Landkarte. Es ist kein Geheimnis, und das haben wir auch schon gehört, dass manch einer den Standort Gorleben gern von vornherein ausgeschlossen hätte. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass dies nicht gelungen ist. Denn wie sollen wir den Menschen das erklären, und das hat der Ministerpräsident ja auch schon gesagt, an anderen potenziellen Standorten erklären, dass wir eben doch nicht alle Standorte auf die Eignung überprüft haben. Gorleben wird in dem Verfahren, das wir nun verabschieden wollen, ein Ort unter vielen sein. Der Standort wird sich den Kriterien und dem Vergleich mit anderen Standorten stellen müssen. Wie am Schluss das Ergebnis sein wird, kann nur das Verfahren zeigen. Wir haben die Veränderungssperre, die jetzt für den Standort Gorleben und alle anderen Orte eben jeden Zweck erfüllt. Die Union hat sich dafür stark gemacht, dass jetzt kein anderer Ort bevorzugt wird oder benachteiligt wird. Auch wenn es immer noch einige nicht wahrhaben wollen, aber das Verfahren zur Standortauswahl ist und bleibt transparent, fair und ergebnisoffen. Es besteht keine Vorfestlegung. Ja, ein Endlager könnte am Standort Gorleben in meinem Wahlkreis entstehen, aber er könnte auch in den anderen 298 Wahlkreisen entstehen, die wir in Deutschland haben. Und als Kind dieser Region macht mir dieser Zustand auch keine schlaflosen Nächte,
Schlaflose Nächte, Frau Lotze, bereitet mir eigentlich nur, was mit den vielen Arbeitnehmern und deren Familien passiert. Denn die werden auf diese Art und Weise arbeitslos und wissen auch nicht, wo ihre Zukunft ist. Das ist keine soziale Verantwortung, die Ihre Partei immer gerne zeigt. Der Kriterienkatalog, den wir dafür gesorgt haben, dass die Entscheidung über ein Endlager kommt, jetzt wissenschaftlich profund, und vor allen Dingen werden die Bürger und Bürgerinnen gehört. Aber, meine Damen und Herren, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Wir legen heute, wie gesagt, den Grundstein, und ich bitte um eine breite Zustimmung über dieses Gesetz. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung.